Meine Haare machen heute, was sie wollen. Wir reden einfach nicht drüber. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Let's Play, obwohl eigentlich am Samstag immer mein Let's Play-Tag ist. Aber das Spiel ist bei mir gerade so verbuggt, dass ich halt einfach leider nicht aufnehmen kann. Denn sobald ich dieses Simology-Panel öffne, machen die Charakterwerte den hier. Und dann kann ich nichts mehr anklicken. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Video hier zu machen. Ich weiß, dass viele immer noch nicht so sicher sind, was sie machen sollen, wenn sie einen Bug erleben. Deswegen würde ich euch gerne einfach mal zeigen, wie ich damit umgehe, wenn ich einen Bug erlebe. In den allermeisten Fällen ist es tatsächlich ein Mod-Problem, wenn ihr am PC spielt und Mods benutzt. Ich weiß, das Spiel ist tatsächlich auch so ziemlich buggy, aber man muss trotzdem sagen, viele Bugs, die in der Welt so rumturnen, sind tatsächlich trotzdem durch Mods ausgelöst. Ich würde mal sagen, 95% der Fälle, wenn es Mods sind, sind es outdated Mods. Das heißt, man hat einfach die Mods nicht geupdatet, obwohl es ein Update gibt, da das Spiel zum Beispiel auch ein Patch hatte. Hier ist der einfachste Weg natürlich zu gucken, habe ich alle meine Mods up to date? Speichert euch die Seiten, wo ihr eure Mods her habt. Guckt, ob es dort eine neue Version gibt. Ladet sie runter. Löscht die Cache-Dateien in eurem Ordner, da wo auch die Mods-Ordner sind. Denn manchmal speichert das so Sachen und das ist immer besser, wenn man die dann vor dem Spielstart nochmal löschen würde. Guckt, ob es dann funktioniert und wenn das Problem immer noch auftaucht, dann liegt es vielleicht in einer spezifischen Mod. Da gibt es diese klassische 50-50-Methode. Das heißt, man nimmt erstmal nur die Hälfte der Mods rein. Guckt, ob das Spiel funktioniert. Wenn ja, dann liegt es an der anderen Hälfte der Mods. Und dann macht man das, dann tauscht man das halt so lange aus, bis man eben den Übeltäter gefunden hat. Je nachdem, wie viele Mods man benutzt, kann da natürlich sehr viel Zeit drauf gehen. Aber dieses Risiko muss man sich bewusst sein, wenn man Mods benutzen möchte. Wenn das Ganze aber auch auftritt, wenn man komplett die Mods rausgenommen hat, die Cache-Dateien gelöscht hat, alles, wenn es trotzdem auftaucht, dann fragt man sich, was mache ich denn jetzt eigentlich? Weil es liegt ja dann wahrscheinlich nicht an mir. Da kann ich euch empfehlen, googelt einfach mal. Ihr werdet sehr wahrscheinlich einen Beitrag finden von AnswerHQ von EA, wo Leute dasselbe Problem beschreiben. Ja, ihr müsst bestenfalls auf Englisch suchen. Ich weiß, dass das manchmal nicht unbedingt so einfach ist. Aber ihr werdet wahrscheinlich darauf eine Antwort finden. Das Gute ist, wenn man dann sagen kann, hey, ich habe dasselbe Problem. Man drückt dann Me Too. Dann ist es wahrscheinlicher, dass EA das sieht und die das Ganze versuchen zu fixen in einem Patch. In meinem Fall habe ich das jetzt nämlich zum Beispiel auch so gemacht. Viele haben diese Probleme, die ich jetzt auch habe. Deswegen habe ich da Me Too gedrückt, in der Hoffnung, dass das eben schnell gefixt wird. Denn es liegt nicht an den Spielern in dem Fall. Wenn ihr da aber nichts finden solltet, ist meine Idee natürlich noch, dass ihr dann einfach mal entweder einen neuen Sims 4 Ordner generieren lässt. Dann müsst ihr euren Sims 4 Ordner in Unterstrich Alt zum Beispiel umbenennen. Dann generiert sich nämlich ein neuer Ordner. Manchmal ist da auch einfach irgendwas ein bisschen wild. Dann kann man halt dann nach und nach gucken, ob man die Sachen wieder reinschiebt, wenn es damit funktioniert. Ansonsten gibt es ja von der EA-App selber auch die Möglichkeit, das Spiel zu reparieren. Manchmal findet man dort dann auch den Übeltäter, dass es einfach eben einen Installationsfehler gab oder ähnliches. Was lernen wir daraus? Haltet eure Mods immer up to date, wenn es ein Patch gab. Guckt die nächsten Tage und vielleicht sogar auch Wochen, ob es Updates zu euren Mods gibt. Auch wenn ihr keine Bugs erlebt, weil im Hintergrund kann natürlich trotzdem ganz viel schief laufen und dadurch kann auf lange Dauer das Spiel kaputt gehen. Deswegen bitte passt darauf auf, dass ihr eure Mods immer up to date haltet. Das erspart euch nämlich schon am meisten Probleme. Behaltet auch immer den AnswerHQ im Hinterkopf. Manchmal finden sich dort auch Lösungen oder zumindest vorübergehende Hilfestellungen, bevor das Problem gefixt wird. Und wenn es noch keinen Beitrag zu dem Bug gibt und ihr sicher sein könnt, dass es kein Mod-Problem ist, dann könnt ihr auch selber einen Beitrag erstellen, denn das hilft wirklich sehr. Die ganzen Bugs, die in den Patches immer bei den Patch Notes aufgelistet werden, die gefixt wurden, werden nämlich rein anhand des AnswerHQ-Dingens ausgewählt und dadurch gefixt. Sie werden nicht gefixt, wenn sie nicht darüber Bescheid wissen. Ich weiß, das Video war jetzt mal ein bisschen anders, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem irgendeiner Art und Weise helfen konnte. Ich bin jetzt auch kein Experte darin, muss ich sagen. Das ist zumindest das, was ich immer mache, wenn ich mal irgendwie einen Bug erlebe, der jetzt wirklich game-breaking ist, wie in meinem Fall.
was ich am Anfang erklärt habe. Bei kleineren Sachen wie eine Interaktion bricht mal ab, da ist es mir dann ehrlich gesagt meistens Wumpe. Aber wie gesagt, bei diesen größeren Sachen, dann gehe ich wie folgt vor, wie ich es eben gerade aufbereitet habe für euch. Wenn ihr noch Tipps habt, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben, denn ich glaube, wenn Leute wirklich sich Hilfe suchen möchten und auf dieses Video gestoßen sind, freuen sie sich über noch mehr Tipps. Ansonsten hoffen wir, dass ihr weiterhin nicht großartig Game-Breaking-Bugs erleben müsst. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder bei einem Let's Play, weil ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit irgendwelche anderen Videos machen zu müssen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!